Hey Leute, willkommen zu Trackmania Turbo. Ja, ich habe es mir jetzt heute sogar erst endlich mal gekauft. Ich bin ja übelster Trackmania-Fan. Und ja, der Grund der Verzögerung war einfach, es kamen neue Rocket League Autos, es kam das und das. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das hole ich mir vielleicht auch, weil... Ja, es kam halt jetzt mit dem Rocket League Update die neuen Autos raus, da konnte ich es mir dann nicht holen. Und davor war dann irgendwas anderes wieder und dann deswegen so spät. Und es ist leider Gottes so, dass jetzt der Multiplayer, wenn ich jetzt mal auf Arcade gehe, ist glaube ich komplett egal. Bin ich jetzt eigentlich total blöd? Online-Spiel. Hier, Online-Racing. Dass das halt schon ein bisschen tot ist. Also okay, hier sind 23 Leute drauf sogar. Aber wenn ich das jetzt mal mit den anderen Trackmania vergleiche, mit den anderen Trackmania Teilen vergleiche, gerade mit United Nations Forever, das ist einfach nix. Ja, das ist gar nix. Und deswegen dachte ich mir, ich spiele jetzt einfach mal meine erste Strecke, die ich heute am ersten Tag zusammengezimmert habe. Um einfach mal zu gucken, was ist in dem neuen Streckeneditor drin. Denn ich muss ehrlich sagen, als ich mit Trackmania Nations Forever 2009 angefangen habe, war ich nur am Strecken bauen. Ja Leute, wirklich, ich habe Tage und oder bis zu einer Woche an einer Strecke gearbeitet und die waren aber auch wirklich dafür richtig gut. Und ich weiß gar nicht, warum ich jetzt das französische Auto habe. Ich habe eigentlich das deutsche ausgewählt. Also ich habe eigentlich deutsch lackiert, aber irgendwie nimmt denn das bei mir nicht, keine Ahnung. Total merkwürdig. Wahrscheinlich mache ich auch nur irgendwas falsch. Oh ja, und da war schon der erste Fehler. Das müsste ich vielleicht noch ändern. Dass ich da wegen dem Boost, den muss er nämlich nehmen. Das ist leider so. Weil sonst bekommt man den Looping ja nicht. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, wie ihr das Spiel findet, das Trackmania Turbo. Ich meine, ich finde es wirklich aber auch wirklich seltsam. Ich habe vorher noch mal auf Steam geguckt, wie sind jetzt die Bewertungen, dies, das, und es haben wirklich viele Leute geschrieben, lasst euch nicht einschüchtern von schlechten Reviews, dieses Spiel ist top-notch. Und dann gehe ich in den Online-Modus und es ist kaum einer da. Sowas ist dann halt doch irgendwie merkwürdig, finde ich. Also ich meine natürlich, ich weiß woran es liegt, dass Trackmania Turbo nicht so oft gespielt wird. Oder nicht so... Ja, nicht so oft, sag ich schon. Oh Gott. Ich kann meine eigene Strecke nicht fahren. Dass es nicht so viele Leute gibt, die das Spiel spielen. Es liegt wirklich tatsächlich an den Vorgänger Trackmania Nations Forever und Trackmania United. Da Trackmania United Forever Umfang bietet. Also es bietet denselben Umfang wie Trackmania Turbo. Es hat auch, oder sogar noch mehr, Typen. Also Stadion, was hat es noch? Baycar, dann Snow und ich glaube noch Island und dann noch eine andere, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie das heißt. Das ist das heutige Canyon. Und das für 20 Euro statt für 40 Euro ist halt dann doch schon eigentlich besser. Muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt ein Trackmania-Anfänger wäre, wenn ich jetzt noch keinen Teil Trackmania gespielt hätte, ich würde mich wirklich für Trackmania United Forever entscheiden. Oh, jetzt verbessere ich mich, das will ich jetzt nicht. Ich würde mich wirklich für Trackmania United Forever entscheiden. Ganz einfach, der Grund, es wird häufiger, es sind mehr Spieler online zu den gleichen Tageszeiten, sage ich jetzt einfach mal, ja. Wenn ich jetzt hier gucke, Multiplayer nochmal. Oh Gott, ich gehe mal in Multiplayer statt in Online Racing, das ist auch so verwirrend. Hier sind jetzt 26 Spieler online. 26 Spieler online. Und wenn ich jetzt, ich vermute jetzt mal, in Trackmania Nations Forever wären zu dieser gleichen Tageszeit jetzt um die 100 Spieler online.
sowas ist halt dann schon, ja. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, ob ich jetzt online spiele. Oder ob ich. Ja, komm, ich spiele. Jetzt sind gerade Leute da, ich spiele jetzt online. Die Kampagne mache ich dann das nächste Mal einfach. Ich habe auch schon, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon angefangen. Ich glaube, drei Strecken oder so bin ich schon gefahren. Nee, nicht mal zwei. Muss ich ehrlich sagen. Und es ist erstaunlicherweise immer Canyon. Und ich mag ehrlich gesagt Stallion lieber als Canyon. Und ich würde mich auch echt mal freuen, wenn im Online-Modus jemand Rollercoaster Lagoon fährt. Dieses neue Szenario. Und Rollercoaster Lagoon macht doch richtig Bock. Aber Canyon geht mir irgendwie mittlerweile richtig auf den Sack. Ich habe in Trackmania 2 schon viel Canyon gespielt. Und jetzt hier nochmal viel Canyon spielen. Okay, da war die Zeit um. Nee. 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 Ist nicht. Ja, komm, überspringen. Ich bin da ja fast nicht gefahren. Kann ich die Strecke nicht bewerten. Und was mich auch an Trackmania Turbo noch stört, ist, dass dieses ganze Customize rausgeflogen ist. Also man konnte ja eigene Musik einfügen, man konnte neue Autos runterladen, man konnte ja quasi auch modden. Und es geht jetzt nicht mehr leider. Und ich habe auch noch keinen Modus gefunden, um Replays zu speichern und diese zu bearbeiten, wie es in den Vorgängern auch der Fall war. Also dass das Replay speichern, vielleicht war ich auch einfach noch zu blind und hab's nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe das Spiel erst einen Tag. Aber wenn das rausgeflogen ist, dann muss ich echt sagen, please. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Ubisoft hat jetzt ja ein Deo gekauft, soweit ich das jetzt irgendwie erfahren habe. Und dann würde ich einfach nur sagen, Ubisoft, please. Ja, also ich befürchte den Untergang von Trackmania. Ich befürchte ihn einfach. Ja, es wird wahrscheinlich so enden wie Battleforge. Es wird untergehen. Es wird kein Trackmania mehr existieren. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich habe schon verkraften müssen, dass Ding hier Shootmania nicht mehr gespielt wird. Ja, Shootmania, Top-Notch-Shooter. Macht übel Spaß, aber es spielt einfach keine Sau mehr. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Bei Shootmania kann ich es noch nicht mal nachvollziehen, weil es gibt von Shootmania ja eigentlich keinen Vorgänger. Oder irre ich mich da gerade? Oh, man kann sogar noch nicht gucken. Ne, von Shootmania sollte es eigentlich keinen Vorgänger geben. Aber es ist halt dann wahrscheinlich die andere Shooter-Scheiße wie Call of Spasten und. Sorry an euch, Call of Duty-Spieler, aber ich mag Call of Duty nicht. Und Battleforge, sage ich schon. Battlefield. Ich weiß nicht, was da aktuell so viel gespielt wird. Ich spiele nicht mal CSGO. Ich spiele nicht mal CSGO. Den einzigen Shooter, den ich spiele oder gespielt habe, war Planzer 2. Aktuell spiele ich den auch nicht. So, und jetzt. Genau. Wollte ich noch sagen, ich habe mich auch wirklich endlich mal auf eine. Gefreut, dass das Spiel eine Controller-Unterstützung hat. Ich kann jetzt richtig mit einem Xbox-Controller spielen. Das ging früher nicht. Also, es ging. Aber er hat die. Wie nennt man die? Den Tastentyp. Weiß ich nicht. LT und RT. Diese zwei Tasten hat er nicht unterstützt. Und das war immer relativ scheiße, weil das. Ich finde, das gehört einfach zu einem Rennspiel dazu, dass man eben Controller oder Lenkrad spielen kann. Und jetzt drifte ich nicht. Ja, ich kann einfach nicht labern und spielen. Das funktioniert nicht. Das merke ich. Das habe ich auch in Rocket League schon gemerkt. Ja, und was noch andere Spiele betrifft, Scrap Mechanic hoffe ich jetzt endlich mal, dass Axolotl da ein bisschen Gas gibt und das Survival Update rausbringt und die neue Engine rauskommt. Und also auf die neue Engine und das Survival Update freue ich mich mega. Ich glaube, den Survival Modus werde ich auch let's playen. Das ist wirklich. Ich werde mir wahrscheinlich einmal angucken, gucken, was man, wie das so funktioniert. Weil ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Vorstellung, wie das funktionieren soll.
In Scrap-Mechanik ein Survival-Modus. Laufen dann da Roboter rum und man muss die Roboter töten und bekommt dann irgendwie Material für einen Motor oder für einen Controller oder was. Irgendwie nur so eine Vorstellung habe ich aktuell von dem Survival-Modus. Aber ganz ehrlich, ich lasse mich einfach überraschen. So, ich weiß noch gar nicht, wie lange ich jetzt noch spielen werde. Ich glaube, eine Strecke danach noch. Dann kommt es von der Zeit ungefähr hin für die erste Folge. Check mal hier drüber. So, jetzt konzentriere ich mich mal ein bisschen, dass ich eine gescheite Zeit hinbekomme. Ich habe nämlich nicht mehr viel Zeit. Das war halt auch immer der Reiz in den alten. Da waren 100. Jetzt habe ich resettet. Ich wollte aufs Scoreboard gucken. Ich finde, das Scoreboard ist total scheiße belegt und ich glaube nicht, dass man die Tasten ändern kann. Das ist auch wieder so ein Kritikpunkt. Man muss die Tasten in einem Computerspiel meiner Meinung nach ändern können. Warum kann ich das in Trackmania Turbo nicht? Oder geht das irgendwie? Es gibt nicht mal ein Optionsmenü oder was? Warum gibt es hier kein Optionsmenü? Es gibt kein Optionsmenü, wenn ich online spiele. Also ich weiß nicht, was bei Ubisoft für Game Designer sind. Aber ich glaube, die haben das. Ich glaube, das war das erste Spiel, was sie designt haben. Da fehlt ja alles. Komplett. Also bei Nadeo war ein Optionsmenü, wenn man online gespielt hat. In Trackmania United Forever gibt es das und in Trackmania Nations Forever und in Trackmania 2. Wobei ich bei Trackmania 2 mir nicht mal sicher bin, ob da schon Ubisoft... Doch, Trackmania 2 ist doch auch von Ubisoft. Nein, warte mal, Trackmania ist von Ubisoft. Aber ist Trackmania 2 auch von Ubisoft? Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es nicht. Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Seit Trackmania 2 habe ich auch irgendwie den Faden zu Trackmania verloren, weil das einfach auch wieder totaler Käse war. Also Trackmania 2. Das ist einfach so. Man konnte in Trackmania 2, das war mein richtiger Kritikpunkt, die Szenarien nicht mischen. Warum? Ich verstehe es nicht. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Wenn man schon drei Szenarien hat, dann soll man die doch bitte im Online-Spiel mischen können, damit die Überraschung für die Spieler größer ist, was kommt als nächstes. Traurig. Und an der Grafik hat sich irgendwie auch nicht viel getan. Seit Jack Mania 2, finde ich. Aber ich finde den Helikopterstart cool. Der ist cool. Der Helikopterstart, der gefällt mir. So. Und ich bin auch wirklich, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Turniere für Trackmania gibt. Das würde mich echt auch mal interessieren, ob es da überhaupt noch irgendwelche Veranstalter gibt, die ein Turnier veranstalten. Ich würde das auch mir irgendwie für Rocket League wünschen. Dass man quasi in ein Turnier für Rocket League, einfach so just for fun, nicht ESL oder irgendwie sowas, sondern einfach so just for fun, Turnier, wo irgendwie die und die Anzahl an Spielern mitmacht und dann wird er gezockt. Sowas würde ich halt auch noch irgendwie cool finden. Aber ich meine, wenn ich mich an Trackmania, wo waren das? Es war sogar wirklich tatsächlich Trackmania 2. Da war mal eine Meldung, da im Hauptmenü ist immer eine... Alter, jetzt bin ich Zehnter. Ich bin Letzter. Okay, krass. Ich bin ein bisschen aus der Übung, würde ich sagen. Ich habe lange nicht mehr Trackmania gespielt. Hey, jetzt bin ich Erster. Hä, what?
Okay, ich kapiere das nicht. Normalerweise, ich habe doch keine Zeit gefahren. Wie kann ich das am Ersten sein? Ich bin doch keine Zeit gefahren. So, was wollte ich sagen? Genau, im Hauptmenü war dann immer mal Werbung. Da erinnere ich mich noch ganz gut dran. 24 Stunden Rennen vom Samstag den und den bis Sonntag den und den. Und das gibt es in Trackmania Turbo leider irgendwie nicht. Sowas finde ich irgendwie schade. Denn das, finde ich, hat Trackmania halt auch irgendwie geprägt. Nicht nur, dass man seine eigenen Strecken basteln kann, dass man so eine große Community hat, die auch moddet und Strecken hochlädt, die wirklich krass sind. Also ich habe da schon einiges gesehen und schon einiges runtergeladen und gespielt. So von Fullspeed bis zu Parcours, alles dabei. Alles. Und ganz ehrlich, ich stehe ja eher mehr auf Fullspeed, aber nicht so ein Fullspeed, wo man nur Gas gibt und nichts anderes machen muss. Solche Strecken gibt es ja auch. Sondern wo man halt natürlich auch ein bisschen Interaktion mit dem Lenken hat. Aber ich mag so Fullspeed-Strecken. Strecken, ich mag das. Das ist auch mein absoluter Favorit in Trackmania 2 Stadium gewesen. Wie heißt der Server nochmal? Ich hieß halt wirklich tatsächlich Fullspeed-Server. Fullspeed und dann die Jahreszahl dahinter, irgendwie so. Und dieser Server war echt top-notch. Der hatte richtig coole Strecken. Man ist mit 700-800 Sachen um die Strecke, über die Strecke geheizt und auch noch richtig geile Mucke gehabt. Aber das ist halt auch leider so ein Ding. Es gibt leider keine Musik. Also man kann keine Musik mehr einfügen. Jack Mania. Das geht leider nicht mehr. Deswegen ich auch am Überlegen bin, dass ich für die zweite Folge einfach meine eigene Musik anmache. Weil ich finde, es gehört einfach irgendwie dazu, Musik hören und Trackmania spielen. Das passt einfach. So. Jetzt bin ich wieder Erster, hä? Wenn ich jetzt ans Ziel fahre, bin ich Erster. Nee, 21. Ach so, klar. Ich Idiot. 21. So. Und das war's für diese Strecke. Und mache ich jetzt noch kurz das Abwarten. Das kann man auch irgendwie nicht überspringen. Auch total bescheuert. Okay, jetzt ist das nicht so schlimm. Aber zum Überspringen wäre es halt schon cool. Ja, ich war wirklich dann 21 und so, weil sonst wäre ich ja hier dabei. Ja. So. So, da geht schon die nächste los. So, total. Jo. So, ja, dann würde ich sagen, das war's für die erste Folge Trackmania Turbo. In der zweiten Folge werde ich dann, wie gesagt, einfach selber Musik hören und eventuell die Kampagne weiterspielen. Das kommt dann auch noch ein bisschen drauf an, wie ich Bock habe. Vielleicht spiele ich auch wieder Multiplayer, das weiß ich noch nicht. Aber bis dahin, Leute, haut rein und habt Spaß, ne? Ciao.